Hallo ihr Lieben, Mr. T aus Karlsruhe, Börsentrainer Andreas Trienbacher. Yes, wir sind bei Teil 6. Teil 6 zum Thema Burnout-Prävention. Wieder immer ganz kurz die Ansage, Freunde. Wenn ihr frisch zugeschaut habt, wenn ihr die anderen Teile nicht angeschaut habt, bitte tut euch den Gefallen, schaut euch den Video an zum Einstieg und dann Teil 1, 2, 3, 5. Warum? Ganz wichtig, das Ganze ist aufbauend. Wir können nicht mit Teil 6 anfangen und Teil 1, 2 nicht machen, weil die sind nach Priorität aufgebaut. Gut, ihr Lieben, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr schon länger dabei seid, sind wir heute bei Teil 6 Burnout-Prävention. Auch wieder, Achtung, ich schreibe es gerne wieder hin, weil ich es liebe, mit diesem Filzstift zu schreiben. Burnout-Prävention. So, und da sind wir heute bei im sechsten Teil. So, und jetzt Teil 6. Was ist Teil 6? Ich schreibe euch jetzt hier was drauf. Könnt ihr das lesen? In Rot. Das Wort Nein. Auch aus meiner Erfahrung aus, eigene Erfahrung, Erfahrung mit ganz vielen meiner Kunden, die zu einem Burnout tendieren, das Wort Nein. Ja, viele dieser Menschen schaffen es nicht, Nein zu sagen. Das sind sogenannte Gutmenschen. Gutmenschen, die es allen Menschen recht machen möchten. Die jedem alles recht machen möchten, die es nicht mögen, die auch keine unangenehmen Situationen ertragen können. Die können kein Nein sagen, egal wer was fragt. Ja, mache ich. Ja, ich helfe dir gerne. Ja, ich kann dir da auf jeden Fall behilflich sein. Obwohl diese Menschen oftmals genügend Arbeit haben, sogar viel zu viel Arbeit haben, viel zu viel tun, viel zu viel Hobbys haben, viel zu viele Projekte am Laufen haben, sind sie immer noch so gestrickt, dass sie das Wörtchen Nein nicht über die Lippen bringen. Sie können nicht Nein sagen. Sie sind nicht in der Lage, Nein zu sagen. So, und das trägt mit dazu bei, dass sie ausbrennen. Das ist meine Erfahrung. Dieses Nicht-Nein-Sagen-Können, diese Angst davor, eine unangenehme Atmosphäre, Situation ertragen zu können, sorgt dafür, dass diese Menschen nicht Nein sagen können. Und durch das Nicht-Nein sagen können, haben sich die nächste Baustelle an den Fuß gebunden. Sie müssen wieder eine halbe Stunde, Stunde Aufmerksamkeit verschenken. Sie kriegen ja nicht mal was dafür, sondern sie sind Helfer, sind Gutmenschen. Die gehören zur Sippe der guten Menschen. Und diese Menschen haben Angst. Die haben Angst, aus der Sippe rauszufliegen. Deswegen machen sie sowas auch. Da ist es ganz wichtig, dass wir lernen, zum richtigen Zeitpunkt auch mal Nein zu sagen. Stopp, bis hierher und nicht weiter. Ich mache das nicht mehr mit. Nein, ich kann dir nicht helfen. Und es ist mir völlig egal, ob du stinkesauer bist und du mich nicht mehr leiden kannst, das interessiert mich überhaupt nicht. Warum? Weil es wichtig ist für mich, das ist wichtig für mich, einen gesunden, jetzt kommt es ganz wichtig, auch ein ganz guter Ausdruck, auch kann man sich ganz gut merken, einen gesunden Egoismus aufbauen. Deswegen, ihr ganz lieben Menschen da draußen, ihr zur Sippschaft der guten Menschen gehörenden, ihr müsst auch mal lernen, Nein zu sagen. Ich habe es gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, gegenüber Zeiträubern Nein zu sagen. Ich habe es gelernt, gegenüber Menschen, die immer nur den Weg des geringsten Widerstands suchen, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, zum richtigen Zeitpunkt Nein zu sagen. Weil im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass ich grundsätzlich Nein sage. Nein. Sondern ich sage dann Nein, wenn mich das zu arg belastet, wenn ich nicht die Zeit dazu habe. Ich sage zum richtigen Zeitpunkt Ja. Und das ist das Schöne, dadurch, dass ich Nein sagen lerne, kann ich gewisse Dinge, zu denen ich ein Ja sage, habe ich auch einen viel größeren Genuss, weil ich sie stressfrei machen kann. Und das ist ja auch ein kleines Geheimnis. Stressfrei und gelassen was tun. Deswegen, ihr Lieben, lernt Nein zu sagen. Ganz wichtige Info von mir. Das war's wieder. Das war Teil 6 Burnout-Prävention.
Nein sagen. Bis in Kürze, da folgt Teil 7 mit dem nächsten spannenden Thema von Mr. Team.